Jo Leute, was geht? Knochen wieder hier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von 0 Kupfer zu 1 Million Gold. Herausforderung, Challenge, wie auch immer. Ich mag das Wort Herausforderung lieber, weil Challenge wird überall reingeknallt für jeden Rotz. Irgendwie, das geht mir auf den Sack. Außerdem haben wir ein deutsches Wort dafür. Und darum geht es aber auch gar nicht. Also, wieso wollte ich jetzt wohl gerade hier reingehen? Aber das mache ich natürlich nicht. Ich habe gestern einiges geflippt. Ich habe weiter meine Sachen reingestellt, habe wie heißt das Zeug? Grabmoos komplett aufgekauft aus dem Auktionshaus. Da war ja nicht viel drin. Also habe ich alles aufgekauft. Und das, was drin war, war auch noch so niedrig. Fand ich einfach nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Es waren, glaube ich, unter 20 Stück. Und dadurch konnte ich dann meinen eigenen Preis machen. Und ich guck mal eben, ob hier noch irgendwas läuft, ob noch Geld zu erwarten ist. Also ich weiß, dass Auktionen laufen, aber ob jetzt noch irgendwas verkauft wurde, ist nicht. Ja, der läuft noch sehr lang. Königsblut habe ich nicht aufgekauft, habe ich sehr viel drin gehabt. Ich habe aber komplette Beulengras aufgekauft, ein bisschen Seidenstoff, bis der Punkt erreicht war, wo ich sage, jetzt ist der Preis, den ich haben möchte. Teilweise habe ich auch so aufgekauft, dass mein eigener Preis zu sehen war. Man sieht hier oben kein Gold jetzt eingenommen. Ich hatte gestern, waren das, weiß ich nicht mehr wie viel, über 6000, 6300 glaube ich. Und habe so 600, 700 Gold ausgegeben. Bronzebarren sind nicht mehr viele drin, können auch ausgelaufen sein. 110 Gegenstände, gestern waren es glaube ich 159. Ich guck mal, was jetzt so alles verkauft wurde. Heute gibt es kein Gameplay im Anschluss, denn ich habe echt nicht mehr viel Platz auf der Platte. Ich habe nur 30 GB und ich muss eigentlich ein bisschen schneller reden. Und was wir nicht alles verkauft haben: Tigerauge. Schattenedelstein, gut, die haben einfach keinen Wert gehabt. Moosachrat, die hatten einen relativ guten Preis. Die haben einen besseren Preis als zum Imperium im Moment. Moosachrat, grober Stein. Ups, geht immer weiter hier. Grober Stein, grober Stein, grober Stein. Schwerer Stein, alles verkauft. Habe ich teilweise auch aufgekauft, schwerer Stein. Bis zum bestimmten Betrag. Also ich kaufe so oft, dass entweder mein Preis erreicht ist oder ich kaufe ungleiche Stapel dazwischen auf, und wenn jetzt jemand zum Beispiel 34 Einzelstapel drin hat, lasse ich den drin, weil die Leute werden wohl eher nicht 34 Einzelstapel kaufen, sondern hübsch zusammengestapelte Sachen. Also 5, 10, 15 vielleicht, 20, 25, dann 50 und vielleicht 150, wenn man mehrere davon hat, und 200. Und da war was. Das sind Rezepte. Okay, meine Rezepte sind ausgelaufen. Ich habe leider nicht verkauft. Und ich nehme jetzt erstmal alles entgegen und werde dann wieder einlagern und am Ende wieder zurück rausholen und neu reinstecken oder neu stapeln. Manche Sachen sind schwierig zu verkaufen, aber ich habe ja noch einen anderen Charakter, damit mache ich auch, ich sag mal, 90.000. 90.000 am Tag im Durchschnitt. Also es kann 45 sein, kann auch mal 110.000 sein. Wir haben bisher jetzt eingenommen 114 Gold, das ist eigentlich nicht viel, aber auch nicht allzu viel verkauft oder nicht für vernünftige Preise. Aber es kann ja noch was kommen. Ich lage erstmal hier alles wieder ein. Braucht ihr Hilfe? So, Materialien ja rein damit. 125. Ich glaube, ich sammle auch erstmal kein Königsblut mehr. Man könnte es natürlich aufheben fürs nächste Add-on, aber in der Zeit haben wahrscheinlich auch andere dann schon richtig viel gesammelt. Und hier das ganze Zeug einlagern, Infanteriegürtel, die Rezepte einlagern und alles, was nicht seelengebunden ist. Ich habe auch nichts drin, wo ich zuletzt alles verkauft hatte. So, hier ist auch noch ein bisschen was. Mit dem Taschenplatz komme ich bisher ganz gut hin, also lasse ich das so. Das Licht segne euch. Ich hoffe, dass jetzt echt noch ein bisschen Geld mit bei ist. So, Silberbarren. Das könnte ein Rezept gewesen sein, oder? Nee, doch. Ich dachte, das wäre keins gewesen. Mein Gott, es ist richtig voll hier. Ich habe viele Sachen nicht verkauft, aber das ist nicht so wild. Einfach neu reinstellen. Zinnbarren sind ultra schwierig. Zinnerz ist ja gerade noch so an der Grenze, also wird aber auch wirklich selten gekauft. Jedenfalls hier auf Norgan am Domorok. Und andere Sachen, wirklich, es ist hart. Also es ist nicht so einfach, hier bestimmte Sachen loszuwerden. Aber wie gesagt, ich stelle sie immer wieder rein. Ehre dem König, Freund. So, wir stapeln hier alles schön wieder rein. So, nur ein Rezept. Ich könnte Reload benutzen, dann müsste ich nicht so lange warten, aber ich will ja gucken, ob noch extra Geld dazu kommt. 114 Gold bisher eingenommen. Es ist noch nicht durch. Mein Gott, ich muss kurz warten.
Das macht mich fuchsig. So. Weiter geht's mit Flash. Hier. Grober Stein, grober Stein. Ich habe wirklich tonnenweise grober Stein reingeschaut. Ich habe so viel grober Stein gestern gekauft. Schweres Leder. Fünf, das war aus einer Kiste. Vom Angel Zinnerz bisschen verkauft. Ich habe, ach ja, Zinnerz habe ich auch aufgekauft, weil es schon irgendwie 20 Silber war. Und das habe ich nicht eingesehen. Beulengras. Beulengras, cool. Haufen Beulengras verkauft. Gestern war gar keins drin, weil ich ja, wie gesagt, alles aufgekauft habe. Erdwurzel habe ich auch einiges aufgekauft. Da ist der Preis natürlich nicht so hoch. Erdwurzel, Raptorfleisch. Hatte gar keiner drin. Eisenerz, gut, Eisenerz ist jetzt echt nicht hoch. Also ich flippe eher das jetzt, was ich auch selber anbieten würde. Raptor-Ei auch verkauft, Wollstoff sogar verkauft. Denn Imperium ist einfach unheimlich teuer für mich jetzt zu kaufen. 2900 Gold für den günstigsten Stapel. Und ich konnte nicht weniger kaufen. So, ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen. Mal gucken, was jetzt insgesamt zusammenkommt. Sollten noch ein paar hundert sein. Ich bin wieder bei über 6000. Jetzt müsste ich mehr... Doch, jetzt habe ich ein paar hundert mehr als gestern. So, über 1000 Gold eingenommen. Ist nicht der Knaller. Gestern lief es ein bisschen besser, aber es ist okay. Ich habe eigentlich das, was ich investiert habe, wieder raus. Und würde heute... Sagen wir mal, bis 5500 ausgeben. Bis ich bei 5500 bin. So, jetzt muss ich mich aber auch beeilen. Ich queste jetzt weiter hier und also zocke ein bisschen weiter, fahre ein bisschen weiter und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt, wie viel ich habe und was ich wieder verkaufen kann. Also, wir sehen uns dann. So, dort. Ich bin wieder zurück in Sturmwind. Nach etwas über, wie spät haben wir es jetzt? 17:44, wie man hier sieht. Etwas über 3 Stunden. Ich habe zwischendurch noch was gegessen, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Also, ich habe nicht die ganze Zeit gespielt. Ich hatte es mal effektiv so etwas über 2 Stunden. Das ist meine Ausbeute. Ich habe jetzt noch nichts dazu geholt. Leinstoff, Kupfererz, weil ich in den Todesminen war. Da hatte ich eine Quest, Glubtrock töten. Ich habe bis 40 hochgespielt, habe meine obligatorische, mein obligatorisches Dungeon gemacht, war Marauder, den letzten Teil, also wo die Königin da war, oder Prinzessin war es, glaube ich. Und habe das fertig gemacht, bin 40 geworden, bin nach Westphal in die Todesminen, habe noch ein kurzes Video gemacht, wie man den am besten und am schnellsten den Eingang zu den Todesminen findet, zur Instanz. Das wird da separat veröffentlicht, das war das Einzige, was ich zwischendurch aufgenommen habe. Und da habe ich halt auch ein bisschen Kupfererz und so gefunden. Ja, rauer Stein, Zinnerz ein bisschen, Moosachrat, der lief ja ganz gut. Mondstein, Katgar Schnurrbart. Jetzt bin ich im nördlichen Schlingdorntal. Ich habe schon einen Heldenaufruf für die östlichen Pestländer. Aber durch das ganze Farmen bin ich natürlich, steige ich viel schneller auf noch, als ohnehin jetzt durch das Questen. Und ein bisschen geangelt habe ich, ist nicht doll. Weißenfisch wieder, hier würziges Muschelfleisch. Das ist meine Ausbeute. Die Sachen sind alle aus den Todesminen. Ich habe so jetzt gar nichts dazu bekommen, außer seelengebundene Sachen. Ein bisschen Wildstaublume noch, ein bisschen Großbärenfleisch, Krokeliskenfleisch, Tigerfleisch, Eisenerz, einiges. Da werde ich mal gucken, ob sich lohnt, das Erz anzubieten oder eher Barren oder vielleicht sogar Stahlbarren, obwohl die letztens nicht verkauft wurden. Wieder ein bisschen Silbererz, Seidenstoff und so weiter und so fort. Das war vom Bergbau in Maraudern. Weil da ein paar Steinelementare unterwegs waren. Und ja, ein bisschen Beulengras und so weiter und so fort. Jetzt werde ich natürlich alles wieder zusammenfügen und werde auch versuchen zu flippen. Das heißt, ich biete erstmal Sachen an und wenn jemand günstiger ist als den Preis, den ich haben will, kaufe ich die Sachen auf. Hol sie raus, stell sie wieder rein. Und ja, so wird es dann natürlich erstmal laufen, wie gehabt sozusagen. Großer Stein, Tiefstein, Salz brauche ich nicht reinstellen. Elementarerde, also solche Sachen, Stapelware, die bis 200 oder so stapelbar ist, biete ich nicht irgendwie einzeln an. Es müssen mindestens 5 sein. So, das Erz, das Silbererz wird wahrscheinlich weggehen. Lila Lotus habe ich auch nicht genug. Würziges Muschelfleisch. Tada, tada. Und dann, also ich würde, wir haben eingenommen bisher in der Sitzung 1093 Gold. Ich würde bis 5000 runtergehen, also 1840 Gold würde ich investieren. Das heißt, ich werde kein Imperium kaufen oder dergleichen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht rohe Steine kaufe oder geschliffene Steine bis zu einem Preis, wo ich sag mal bis 1500. Aber es würde sich auch nicht lohnen, jedenfalls nicht mit dem wenigen Gold. Es ist zwar für mich viel Gold, aber insgesamt wenig Gold. Ach ja, Golderz haben wir auch noch eingesammelt, genau. Und das Schlingendorntal ist ja auch eigentlich eine ziemliche Goldgrube. Da gibt es überall irgendwas, also gibt es Unmengen Zeug eigentlich. Immer ist irgendwo irgendwas zu holen. Die Silberbarren, okay, die werde ich einzeln reinstellen, einfach weil die nicht zwingend überall so häufig benötigt werden. Zinnbarren auch wieder rein, Schwarzmaul,
Königsblut nehme ich auch wieder mit rein. Hier mein Beulengras, Leinenstoff, Stahlbarren einfach wieder mit rein. Vielleicht stelle ich noch zwei her, so dass ich dann letzten Endes 5-5er Stapel reinstellen kann. Das mit das Fleisch und der Stoff und hier mein Grabmoos, das wurde auch nicht verkauft. Bronzebarren, ich habe in der Zeit jetzt glaube ich noch zweimal ein paar Stapel Bronzebarren verkauft und Zitrinen. Davon habe ich auch noch zwei. So, das war's jetzt hier. Ach nee, hier die Steine noch. So. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, die Platte ist fast voll. Ich muss zusehen, dass ich hier mal ein paar Videos wieder fertig bekomme. Ich hole noch schnell die Post ab. Oh, ich habe sogar mehr verkauft, als ich gesehen habe. Zitrinen. Okay, Bronzebarren, die liefen ganz gut. Hier, das sind wieder ein paar hundert Gold hier. Zap. Und wir haben dadurch jetzt eingenommen 1650 Gold. Ich habe also mehr zum Ausgeben. Wie gesagt, bis 5000 würde ich runtergehen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Und hier, das sind die einzigen beiden Sachen von Rüstungsgegenständen, die jetzt ein bisschen besser aussehen. Der Rest ist einfach so... Ja, wie soll ich sagen, das sind meine 23 Golddinger hier. Ich mache das meist so, wenn da steht 6 Silber und oder 2 Gold und 93, dann mache ich also 23 Gold. Ne, und vielleicht 94 Cent, 94 Silber oder sowas. So läuft das. Ich gucke nochmal schnell, was Eisenbarren kosten. So, wir machen auf 48 Stunden. Eisenerz gucke ich erstmal. Eisenerz liegt bei 460. Könnte ich aufkaufen bis 5. Würde ich vielleicht sogar machen. Um dann halt so bei 498 reinzugehen. So, jetzt gucke ich mal eben Eisenbarren. Eisenbarren, ups. Eisenbarren ab 397. Lohnt sich jetzt nicht wirklich. Müsste ich nochmal kurz in Ruhe durchgucken und dann würde ich eventuell auch kommen. Vielleicht kaufe ich sogar alle auf und stelle meinen eigenen rein, ab 12 Gold oder so. Ich glaube, so werde ich es wahrscheinlich auch machen. Die Stacks sind nicht groß, obwohl hier 20x20, das ist einiges an Kohle. Ich könnte die natürlich aufkaufen bis hier, also die oberen drei und dann ab dann reinstellen. Ich glaube, so werde ich das auch machen. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Episode 15 war das, glaube ich, jetzt. Oder 16, das weiß ich nicht mehr. Ich kriege das noch auf die Ketten und dann ab demnächst gibt es dann wieder eine ordentliche Episodenangabe. Also, danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare reinknallen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. So, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.